Die Ausbildung zur Konditorin oder zum Konditor ist zeitmäßig gleich aufgebaut wie zum Bäcker. 2 Schultage die Woche plus Feiertag, dann über 3 Jahre. Wer gut ist, kann verkürzen auf 2,5 Jahre. Aber sie unterscheidet sich natürlich in der Arbeit. Die Arbeit des Konditors oder der Konditorin ist erheblich feiner. Sie ist filigraner. Stichwort Sahnetorten, Desserts und sonstige schönen Sachen. Da es aber nicht so viele Konditoren gibt wie Bäcker in der Ausbildung, werden diese gebietsmäßig zusammengefasst und besuchen eine berufsbildende Schule gemeinsam. Also in der Konditorei lernen wir natürlich die ganzen Massen anschlagen, abwiegen, Torten einsetzen, Mandelhörnchen machen, Puddingbrezeln formen, dann mit Pudding füllen. Hier in der Konditorei gibt es verschiedene Posten. Wir haben einmal den Schneideposten, der fängt meistens immer sehr früh an, damit er schon mal anfangen zu schneiden kann, damit die Fahrer halt schon mal was zum Verteilen haben. Abwiegenposten, halt alle Massen abwiegen, die wir haben. Mein Lieblingsposten ist in der Konditorei der Glasierposten, weil ich da halt sehr gerne glasiere. Berliner, Kaffeestreifen, alles Mögliche. Da macht es sehr, sehr viel Spaß. Wir haben unheimlich viele Produkte, die auch immer saisonmäßig wechseln. Wir stellen Käsekuchen her, Apfelkuchen, Kirschkuchen. Und ich finde besonders gut, dass wir das alles noch mit der Hand machen und dass wir das alles noch lernen. Also Handwerk ist sehr, sehr wichtig in diesem Beruf, weil wir machen ja hier in dem Betrieb alles alleine. Also wir haben Anschlagmaschinen, wo wir was abwiegen können, halt sowas. Aber wir machen sonst alles mit der Hand. Wir verstreichen alles, wir machen unsere Torten alleine, alles Mögliche. Also am meisten Spaß macht mir bei der Arbeit, dass wir hier gemeinschaftlich arbeiten, viel Spaß haben, viel lachen und es nicht so langweilig ist und jeden Tag irgendwie was Neues. Also man hat nicht diesen Trott, immer dasselbe zu machen und dass man sich auch körperlich bewegt. Also ich könnte nirgendwo arbeiten, wo ich nur sitze. Wenn ich beim Laden vorbeigehe und halt meine Torte sehe, wo ich halt mitgearbeitet habe, das ist halt so ein schönes Gefühl. Man sieht halt, was man selbst gemacht hat mit den Händen und dass die Kunden sich das ansehen, dann freut es mich auch sehr.